Na gut, ich dachte, sie macht Schaden. Interessant. Interessant. Na gut. Ist das ein Gas? Das war ein Gast. Da hat hier drin aber mal ein Gast gesteckt. So ein Gastiger. Haben wir da noch Kommentare? Ne, haben wir momentan nicht mehr. Ich glaube, da wird sich auch nichts mehr tun, jetzt groß im Chat. Oh. Hallo Dame? Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Ausbeute. Fürs Erste. Habe ich denn noch Seelensand? Ist eine sehr interessante Frage. Sag mir nicht, ich habe nur 3 Seelensand. Das wäre jetzt ein bisschen bitter. Ich habe nur 3 Seelensand. Dann gehen wir noch ganz kurz zurück. Und holen uns noch einen Seelensand. Weil dann kann ich die Statue an sich schon mal aufbauen. An einen Seelensand zu kommen, ist nicht über die Gehörde für mich. Ist das ja schon wieder ein Gast? Lol. Warum nicht? Hat es jetzt keine zweite Träne gebracht, leider. Schade, schade. Aber war ein Gast. Gast ist Gast. Ein Gastiger. Ein ganz Gastiger. Ich habe meinen Kaffee auch noch. Die Dame fühlt sich da ganz wohl, habe ich das Gefühl. Da ich immer dabei bin, oder da wir immer dabei sind, würde ich da gerne was ausprobieren. Würdest du mal... Ach, die ist doch doof! Ich wollte jetzt so einsperren hier. Ne, machen wir es mal so. Wir wollen jetzt auf jeden Fall einen Raum bauen, in dem wir den Wibber bekämpfen. Das, sollte schon ein spektakulärer Raum sein. Ich glaube, die Aufnahme ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen aufnehmen. Erstmal brauche ich wieder Essen. Und die Nahrung schrumpft langsam, ihr merkt das schon. Ich finde es jetzt sehr schade, dass wir die Diamantspitzhacke verloren haben jetzt. Diese möchte ich gerade alles wieder nicht mehr nutzen. Die ist schon ein bisschen sehr kaputt. Dann mach ich mir eine neue kurz. Und nächstes Ziel sollte es, glaube ich, sein, uns ein Schwert zu machen mit Plünderung. Ich weiß gar nicht, ob wir solches besitzen, aber ich glaube eher weniger. So, die Rüstung, die Diamantrüstung, packe jetzt mal wieder hier rein. Dann ziehen wir mal die ramponierte Rüstung an. Das sind Diamantstiefel. Weil was die Lohnrune da drin macht, ist ja auch egal. So.
Hätte ich die perfekte Idee. Eigentlich könnten wir den Eingang... hier reinzimmern. Jetzt brauche ich nur noch eine Schaufel, da brauche ich gleich aber Eisen. Was war denn hier noch drinne? Ach, siehst du mal, sind die Pfeile. Wir haben den Bogen verloren. Wir haben den Kackbogen verloren, ich glaub's nicht. Ah, ist das zu kotzen. Rohstoffmäßig sieht es momentan sehr knapp aus bei uns. Höhlentour wäre auch wieder angesagt. Wäre alles mal wieder angesagt. So. Wir müssen hier natürlich sofort ein bisschen tiefer gehen. Okay. Hier mache ich dann einfach... Ich weiß gar nicht, wie ich den gestalten soll, den Raum. Er muss auf jeden Fall verdammt robust und auch verdammt groß werden. Weil einerseits soll er ja aus Obsidian sein, damit er alles abfängt. Obwohl, der muss nicht mal aus Obsidian sein, einfach aus starken Steinen muss er gemacht sein. Da müssen wir uns, glaube ich, später drum kümmern. Erstmal will ich hier einfach nur... Obwohl, warte mal. Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, um ein bisschen TNT auszutesten. Ich meine, wozu haben wir's? Und dann nehmen wir gleich Redstone mit. So. Tada. Sehr schön, so können wir immer kleine Räume rausspringen. 3x3 macht das immer, gell? Sehr schön. Guck dir das super. Eins, zwei, drei. Wie das jetzt hier funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ah, wenn man noch die Höhle, stimmt ja. Oh. Alter. Da müssen wir über den Boden mit Obsidian ausgleiten, weil wenn wir das nicht machen, dann verklopft uns hier die Höhle und wir fliegen einfach mal runter in die Mine. Und das hier ist natürlich ungünstig, was ich hier getan habe. Nicht dran gedacht, dass hier unsere Sauna ist. Da müssen wir später nochmal hierher kommen. Dann müssen wir den Raum hier einfach nach hinten aus verlegen. Dass der in die Richtung länger wird. Das sollte ja kein Problem sein. Mal schauen, wie... Oh, okay. Na, ich würde schon doch gerne mit Obsidian arbeiten, muss ich gestehen. Erstmal wird er ja dabei explodiert. Als erstes. Wird er da erstmal schon richtigen Schaden anrichten. Von daher muss da auf jeden Fall Obsidian sein. Ich würde mich aber doch schon gerne richtig mit dem kloppen. Also nicht so, ja, wir sperren, wir könnten den ja auch einsperren. In einem Obsidian-Gefängnis. Und dann mit dem kämpfen, aber das will ich jetzt nicht machen. Soll schon ein epischer Kampf werden. So. Mit der Größe vom Raum wird es auch ein epischer Kampf. Also wir können uns hier, wenn das jetzt, sag mal, wo ich jetzt die Adapt mache, da würde ich noch die Obsidian-Schicht noch draufklatschen. Dann könnte uns hier nichts passieren. Wir könnten noch jumpen. Von der Länge hier der Raum. Genau, wir könnten noch jumpen.
Gehen wir mal rein, logisch davon aus, dass das dann hier der Kampfraum wäre. Und hier hätten wir dann den Vorbereitungsraum. Noch 6 TNT haben wir. Sehr schön. So. Lalalalalala. Hier haben wir 3, gell? Dann müssen wir hier auch 3 machen. Also wenn das der Kampfraum wäre hier. Ich baue mal noch einen raus. Okay. Also nicht geplant. Ich glaube, das kann, weiß jeder, aber okay. Moment. Hier ist nur Erde, deswegen hat sich das gerade ein bisschen... Ist ja alles aufgefüllt hier. Deswegen ist das gerade ein bisschen zu stark explodiert. Nehmen wir mal das alles weg hier. Nehmen wir uns das hier mal als Kampfraum. Der River wird hier spawnen. Könnte man sich hier überall verstecken. Der Würfel wäre natürlich mit einem ein Raum und der Raum würde noch ein bisschen größer werden. Und so ist das geplant dann jetzt, dass hier nicht so überall so Verstecke sind und dass man dann so außer so schießen kann und so. So an sich wäre das geplant gewesen. Muss mal schauen, ob es so funktioniert. Also ein Kopf Hammer. Fehlen noch 2. So, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal da was kaputt gemacht. Und dann haben wir noch kaputt gemacht. Da. Jetzt haben wir unser Leben noch kaputt gemacht. So. Dann würde ich sagen, war es das mal für die heutige Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Und ja, dann wollen wir gucken, ob wir hier eventuell noch die 2 BV-Köpfe finden, dann kommen wir mal bis Folge 800 den Raum hier fertig kriegen. Und wenn wir das fertig kriegen, dann bauen wir hier noch den Rest weiter und schauen mal, wie das alles so vonstatten geht. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal.